Hey Kinders, was geht bei euch ab? Junge! Willkommen zu einer weiteren Top-10-Liste, CSGO-Top-10-Liste. Wir sind nun bei den Dual Berettas angekommen. Die spiele ich ja dann doch deutlich öfter als die P2000s, die wir letztes Mal ja hatten, falls ihr das Ranking sehen wollt. Es ist verlinkt am Schluss des Videos und ich werde es hier einfach... Kann ich es jetzt einfach hier reinmachen? Ich glaube, wenn ich einen Abspann habe, dann kann ich es nicht mehr machen. Ich schreibe es in die Videobeschreibung. Da solltet ihr übrigens, falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach reingucken. Wann ich stream, ob ich cool bin, wie alt ich bin, ob ich hübsch bin, wie lange er ist und so weiter und so fort. Ich fange wieder von ganz hinten an, also von Platz Nummer 10 und arbeite mich dann hoch auf Platz Nummer 1. Auf Platz 10 sind die, man sieht es hier ja schon die ganze Zeit, die Panthers. Ich fand das Top 10 jetzt hier bei den Berettas ein bisschen schwierig, weil die alle nicht so extrem besonders aussehen, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und immerhin ist die Mischung schwarz und dieses dunkelrot, weinrot, naja, weinrot ist es nicht, aber dieses schwarz-dunkelrot, eine sehr schöne Farbkombination. Also es ist so ein bisschen Panther-mäßig, ne? Die sind ja auch schwarz und rot, wie jeder weiß. Auf Platz Nummer 9 sind die Dual Berettas, Dueling Dragons, die sich duellierenden Drachen. Der Skin erinnert direkt an so ein, naja, Touristen- typisches Nest in Japan oder so. Wisst ihr, das sind Drachen an der Wand, Holzschiebetüren, alles so aus Holz und Kram. Perfekt für die Touristen, die sich denken, geil, Alter, Drachen sind ja eh überall in Japan. Die leben hier ja auch, verstehst du? Auf Platz Nummer 7 habe ich hier für euch... Halt 7? Auf Platz Nummer 8 habe ich hier für euch die Hämoglobin-Duels. Na, was soll ich jetzt so großartig sagen? Die sind halt rot. Hämoglobin, Blut, rot, rote Waffen. Blut spritzt drauf, wenn man jemanden erschießt. Man schmiert sich damit ein. Geht tagelang nicht duschen, es gibt Krätze. Hämoglobin eben, ist logisch. Es scheint fast so, als wenn ihr noch so Handabdrücke... Also ich meine, das zieht sich hier über die ganze Waffe drüber, aber man könnte meinen, da hat jemand, wisst ihr, Fingerabdrücke drauf hinterlassen. Da drauf geschwitzt. So ungefähr fühlen die sich an, versteht? Auch hinterrum. Jetzt kommen wir aber zum 7. Platz. Hier haben wir die Dual Berettas Demolition. Okay, die sind tatsächlich etwas demoliert. Ich weiß nicht, ich glaube, die sollten so nicht aussehen. Ich habe sie eben noch in Factory New gehabt. Jetzt habe ich es halt in Herpes. Egal. Orange ist schon, auch wenn mir diese Asimov-Sachen nicht gefallen, schon eine coole Farbe für Waffen an sich. Ähnlich wie weiße Waffen. Wie komplett weiße Waffen. Naja, Orange ist halt schon... Da kann man halt nichts sagen. Also, gerade als Frau in der heutigen Zeit. Auf Platz Nummer 6 haben wir die Dual Berettas Kobalt Quarz. Es erinnert sogar so ein bisschen an diese AK. Welche AK hat auch so Dreiecke, Vierecke, so Ecke, so Mehrecke? Point Desiree oder die andere, oder die Frontside Misty? Die zwei verwechsel ich immer, auch wenn sie nicht gleich aussehen. Ich weiß, aber für mich sehen die gleich aus. Die haben doch auch solche, so Drei- und Vierecke. Klar, die sind anders gefärbt und sowas, aber vom Grundaufbau her ähneln die sich wie ein Ei dem anderen. Und schau mal, wie schön geriffelt das da hinten ist. Ich weiß, das ist bei allen, aber hier fällt das extrem besonders stark ins Gewicht. Guck mal hier, die fällt dir nicht so schnell aus der Hand, die Kobalt. Die ist... Auch wenn es mal blutig wird. Besser wird die Hämoglobin. Du bist ein Venti. Dual Berettas Ventilators. Die Ventilatoren, die habe ich erst vor kurzem im Giveaway rausgehauen. Also das sind doch schon, oder? Die erinnern mich auch wieder an früher, so an die Software-Zeit, ne? Wenn man unbedingt eine Waffe haben wollte, die möglichst echt aussah, dann hat man einfach so ein, ja, unten, das war natürlich alles aus Plastik oder vielleicht sogar gummiert, was ja schon richtig tight war. Und der Schlitten oben aus Metall, der war mal einfach der König auf dem Kindergeburtstag. Alter, krass. 0,05 Joule, gar kein Problem. Das war echt, das waren echt noch Zeiten. Und dann später, boah, du hast den 0,5 Joule Waffe. Boah, dann kam immer irgendjemand und gemeint, ja, mein Vater hat zu Hause eine Waffe, die hat 800 Millionen Joule. Mhm. Und damit schieße ich manchmal auf Leute einfach so und alle so, boah, dude, Kevin, echt? Und der Kevin, Aber gerade als Junge ist man halt so in der Kindheit. Man lügt halt einfach viel um den Leuten, ne? Und so, das ist, also ich wäre natürlich so überhaupt gar nicht. Aber alle anderen schon. Kommen wir nun zu Platz Nummer 4. Dual Berettas Duelist. Man könnte gerade meinen, damit kommt jemand auf dich zugerannt, der vielleicht Italiener ist. Wow, kommt mal runter. Vielleicht auch russisch. Okay. Schon sehr, sehr nice, das Teil, oder? Also die Teile. Ich sag bei meinen Messern, sag ich auch immer, wenn mich jemand fragt, ob ich Messerskin habe, sag ich immer, ja, ich hab zwei Messer. Ich hab ein, es ist ein Skin, aber es sind zwei Messer. Das sind ja auch zwei Waffen hier, ne? Also sind es ja eigentlich zwei Skins. Zwei sich gleichende Skins, na klar, aber es sind zwei Skins. Wollen wir mal so ein bisschen doppelschissen jetzt? Also die sind echt sehr cool aus. Lila-Blau, also das sieht sogar eher wie blau aus. Im kleinen Fensterchen sah es aus wie lila. Das hat was, dieses Griffstück. Das ist schon wirklich griffig. Jetzt könnt ihr übrigens einfach mal die drei ersten Plätze raten. Also was jetzt auf 3, 2 und auf 1 kommen wird. Was glaubt ihr an der Stelle? Halt einfach mal kurz das Video an. Nehmt euch mal eine Runde Zeit. Raucht vielleicht... raucht keine Zigarette. Rauchen ist ziemlich ungesund, okay? Ich will nicht, dass ihr sterbt, okay? Verstehst du das? Trink doch mal einen Kaffee. Okay, Kaffee ist eigentlich auch eher eine ungesunde Geschichte. Trink mal ein Glas Wasser aus dem Hahn, wenn ihr gutes Hahnwasser habt. Wenn nicht... Dann racht halt irgendwie. Und dann überlegt euch, was ist hier 3, 2, 1, wie sieht das aus bei mir? Schaut mich an und überlegt euch, was gefällt dem wohl? Nackte Frau, orgezogene Frau? Ah. Auf Platz Nummer 3 haben wir die Dual Berettas
Urban Shock. Die sehen cool aus. Oben dieses Hellblau hat fast was von so glänzendem Metall, beziehungsweise diesem, wie heißt denn das, nicht galvanisiert oder sowas. Ihr kennt es doch, wenn manche Leute so Ohrstecker haben oder auch so Kugeln oder Ringe irgendwo im Gesicht hier. So das Metall, das in allen möglichen Farben leuchtet, beziehungsweise in bestimmten Farben, also nicht leuchtet, glänzt, das Licht imitiert, zurückwirft. Das finde ich cool. Das ist schön. Und das hat, also das erinnert mich stark daran einfach hier, gerade hier vorne halt, dieser Übergang von dem dunkleren zu dem hellen. Und trotzdem hat es die helle, hellbläuliche Umrandung, um den Akzent praktisch nochmal on point zu setzen. Sehr schöne Skins, sehr schöne Skins. Hier auch mit diesen kleinen Farbakzenten, die dann einfach nochmal zusätzlich gesetzt sind. Hier unten, guck mal, sind das hier, das sind hier, das sieht aus wie ein Batterieladezustand. Die Waffe ist gleich leer, scheiße. Und natürlich hat dann wieder Apple so ein extra Ladegerät. Nicht so ein normales, was 99% der anderen Hersteller haben, sondern so ein Gerät, das man sich in den Arsch schieben muss, damit man die Dinger laden kann. Ajo! Aber jetzt nichts gegen Apfel, gell? Auf Platz Nummer 2 haben wir hier den Dual Berettas Royal Consorts. Ich habe lange gehadert, ob die nicht auf Platz 1 sollen, weil ja grün auch meine Lieblingsfarbe ist und das sieht einfach edel aus, wie dieses, wie es auch manchmal in Autos ist. Wie heißt es? Ist es Elfenbein? Wahrscheinlich soll es hier sogar Elfenbein sein, aber es ist eigentlich was anderes. Diese Verschalung sieht sehr geil aus und das erinnert so ein bisschen an unseren, ihr wisst schon, Deutschland und so. Volkswagen. Aber das hier oben ist mir halt einfach doch zu friemelig. Diese Lorbeer, diese kleinen Blätterchen da, keine Ahnung, was ist das? Das versaut mir wieder so ein bisschen die ganze Geschichte und das soll ja auch wohl so leicht Gold sein, oder? Oder Messing? Gold? Es soll das so leicht vergoldet sein? Und das ist einfach dann doch nichts für mich. Also so goldige Geschichten. Es ist schon ein sehr geiler Skin, aber für mich auf jeden Fall dann doch eher auf Platz 2. Vielleicht seid ihr auch überrascht über meinen Platz 1, aber tja, Schokoladentorte mit Kinder drin. Falls ihr jetzt das erste Mal zuschaut oder das eines eurer ersten Videos von mir ist, schaut bitte einfach mal in die Playlistenübersicht. Ich bekomme gerade in letzter Zeit, was mich sehr, sehr freut, extrem viel Zuspruch, wie toll meine Videos werden und wie lustig ich sei und hin und her. Und dann habe ich zum Beispiel CSGO Folge 70, oder die ist glaube ich noch nicht online, aber Folge, keine Ahnung, 65, schreibt jemand, wow, ich habe dich heute entdeckt, sehr cool, mach mehr CSGO Videos. Und es gibt schon allein in dieser Playlist, in der der Mensch geschrieben hat, schon 64 andere Videos. Und das ist ja nicht nur die einzige CSGO Playlist. Ich habe noch die Dummdödel-Challenge, dies und das, bla bla bla. Deswegen sage ich hier einfach ganz nett und freundlich an der Stelle, wenn euch mein Kram gefällt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, was ich mehr machen soll, auf jeden Fall, damit ich weiß, wo ich mich noch mehr reinhänge und eben noch mehr produziere. Aber geht einfach mal auf meinen Kanal, einfach auf diese Hauptübersicht, wo auch mein Kanaltrailer läuft. Beziehungsweise, wenn ihr mich abonniert habt, nicht der Kanaltrailer, sondern irgend so ein vorgestelltes Video, keine Ahnung, das muss ich mal wieder erinnern, glaube ich. Dann ist da oben einfach, da steht Playlists. Drückt einfach da auf Playlist. Ich glaube, ich habe 40 Playlists oder so. Auf diesem Kanal gibt es sicherlich über 50 verschiedene Spiele. Viele Spiele sind in einer Playlist drin, in so einer Zocken-Playlist oder so, aber ist ja auch wurscht. Guck da einfach mal durch. Es gibt sehr, sehr viel. Vor kurzem hat mir jemand geschrieben, ich soll mal so React to oder Try Not to und so Videos machen. Und die Playlist gibt's schon. Das gibt's schon auf dem Kanal. Also ihr könnt trotzdem gerne mir irgendwas vorschlagen, auch wenn ihr gar nicht wisst, ob ich es nicht vielleicht schon bis zum Erbrechen gemacht habe, macht es trotzdem. Alles cool. Aber schaut auch gleichzeitig mal in die Playlists rein. Oder wenn ihr euch fragt, wer Guschtel ist, schaut mal in die Playlist. Guschtel hat eine eigene Playlist. Ne? Ich habe das schon extra so gemacht, dass ihr euch gut durch den Channel navigieren könnt, über die Playlists, ja? Also man kann auch einfach auf Videos drücken, da sind dann die letzten 80 hochgeladenen Videos oder sowas und ihr könnt einfach immer weiter durchskippen, Seite für Seite und euch alle Videos angucken. Aber die Playlists sind halt einfach einfacher für euch. Und vor allem habe ich sie extra dafür angelegt, damit ihr auch Unterkategorien direkt finden könnt und nicht ewig rumsuchen müsst, okay? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Platz Nummer 1! Auf meinem ersten Platz sind die Dual Berettas Marina. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wow, 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 wow. Lois, wo ist mein Batman-Glas? Aber, erstes Mal gefällt mir bei den 5-7s ist es, glaube ich, die Bananenwaffe sehr gut. Und das hat mich direkt so ein bisschen an die Bananenwaffe erinnert. An die Banana Rama oder wie sie heißt. Blau und Gelb. Einfach edel. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Farbenkombination. Das hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon irgendwo. Aber hier ist es perfekt ausgearbeitet. Und diese Striche und Lirum Larum, das ist einfach geil. Habt ihr es richtig erraten? Konntet ihr auch diese Waffe auf meinen ersten Platz setzen? Oder habt ihr euch gesagt, es ist bestimmt die Urban Shock oder die es sind vielleicht die Royal Consorts? Oder die Duelist und die Ventilatoren. Du bist ein Ventilator. Am Dienstag ist wieder der Livestream. Na, schaut vorbei. Ich füge heute noch ein Mauspad im Dumbabla Merch Shop hinzu. Dann gibt es das offizielle Noisy Mauspad. Ich habe die Handyhüllen hinzugefügt. Also irgendjemand wollte sich ja sein Galaxy 7 S Edge irgendwas. Das gibt's jetzt. Und es gibt auch fast für jedes iPhone eine Noisy-Hülle. Im Moment habe ich noch nicht an weiteren Designs weitergearbeitet, aber einige von euch sind da schon kräftig dran und fuhrwerken darum. Das finde ich sehr nett von euch. Vielen Dank dafür. Ach ja, und an der Stelle, wer schaut eigentlich bis zum Schluss? Bis jetzt? Wer schaut genau bis jetzt? Schreibt es bitte mal noch in die Kommentare dazu. Damit ich weiß, ob ich am Schluss überhaupt solche Informationen
bringen kann, darf, soll und ob die eh überspult werden. Ich weiß, dass sehr viele von euch den Abspann nutzen, das heißt, sehr viele schauen zum Schluss. Aber dann doch nicht alle. Und ich würde es einfach mal kurz so ausloten gerne. Also falls ihr eben schon kommentiert habt, ihr könnt einfach euren Kommentar bearbeiten. Wenn ihr mit der Maus über euren Kommentar geht, ist rechts so ein Stift, glaube ich. Da könnt ihr drauf drücken und auf Bearbeiten drücken. Ihr könnt auch auf Löschen drücken, aber dann ist der Kommentar halt weg. Ihr drückt auf Bearbeiten und schreibt einfach hin PS oder so. Ich habe übrigens auch bis zum Schluss geguckt und bringe ruhig am Schluss noch irgendwelche Informationen. Ab und an habe ich mittelwichtige Informationen, die bringe ich halt am Schluss, weil sie eigentlich nicht so wichtig sind. Ganz wichtige Informationen bringe ich dann lieber mitten im Video, weil die schaut ihr euch dann meistens an. Ich altes, gemeines Schwein. Falls ihr mit mir privat schreiben wollt, addet mich einfach auf Twitter. Wir können auf Twitter im Privatchat hin und her schreiben. Das nutzt jetzt immer mehr von euch. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da könnt ihr mir auch alle möglichen Fragen stellen. Manchmal antworte ich nicht sofort, weil ich mein Handy nicht immer bei mir habe. Aber ich antworte da auf jeden Fall. Da kann man auch mal ein privates Gespräch führen, ja? Über, keine Ahnung, Beulen, die ihr an euch findet oder sowas. Also dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Stay the night.